Hallo, geht weiter mit ARK Survive und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Wanderer, hallo. Erzähl, was machst du gerade? Ich fliege und suche, also ich bin mit Feivel unterwegs. Der Mauswanderer ist das nicht, aber ein Flugwanderer oder so. Ja, wir wollen eigentlich nach Biberbauten suchen. Ja, und hallo und moin moin erstmal, aber ich finde keine Biber. Nichts mit Biber. Du weißt, Biber sind meistens am Wasser, ne? Ja, ich bin beim Wasser. Ich habe hier ein Wässerchen gefunden. Das wäre eigentlich fast ideal für die Biber. Schon wieder fast zu ideal. Wer weiß, was hier in dem Sümpfen lauert. Naja, im Wasser meine ich. Nur freundliches Getier. Genau. Ja, so saugendes und angreifendes und plattmachendes. Alles fressendes. Schnecken sind hier. Ein paar Schnecken. Ich guck mal gerade auf die Karte, wo wir sind. Aha, wir sind hier, ja. Tiefhängende Äste sind nicht gut für Feivel. Nein, das Wasser ist schon so blutrot. Das reicht. Oh, was haben wir denn hier? Schöne Ecke. Ja, aber leider. Hier sind Vögel, die dieses, oh Mensch, wie heißt das Zeug? Ich komme jetzt nicht drauf. Ist auch nicht so häufig. Du meinst die Siliziumperlen? Ja, auch, aber es gibt noch etwas, was sehr selten ist. Ich komme nicht drauf. Ich komme einfach nicht drauf. Weil ich guck mal, ob ich dann eine Plätze finde. Kann ich mal eben kurz gucken. Bleibt er jetzt stehen? Ja, jetzt bleibt er stehen. Super. So, dann schaue ich da mal schon rein. Ich komme jetzt drauf. Organisches Polymer. Das ist das organische Polymer. Das heißt doch Polymer, ne? Das Zeug, das organische. Gab es da auch als. Ich weiß nicht, ob ich das. Kann ich das hier eigentlich sehen? Nicht. Nee, das bringt jetzt nichts. Das haben die auch nicht sehr viel von. Da haben die immer nur maximal so 9 oder so, habe ich bisher gefunden. Die kreisen immer auf dem See, auf dem Wasser, weißt du? Schon kleineren klar. Vögel. Name weiß ich leider auch nicht. Sagen wir einfach Flievertüts. Flievertüts. Alles Flievertüts. Genau. Oh, was hast du denn da Putte macht? Putte macht. Oh, da ist aber aggro hier. Oh, die Güte. Hä? Spock, hast du was gefunden, was du fangen wolltest? Ja, bis jetzt noch nichts. Ich halte aber auch Ausschau nach Biberbauten. Ah ja. Ja, wäre nicht schlecht, wenn wir welche hätten, wo wir öfter mal hin könnten, ne? Warte mal, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss hier an dem Berg vorbei. Ist das ein Vulkan? Könnte auch ein Vulkan sein. Also in diesem Spiel war ich noch nicht hier. Aber ich weiß jetzt, was Wanderer immer von den Vögeln runterholt. Wenn er durch den Dschungel fliegt. Durch den Regenwald. Regenwald. Wenn man dann so gelb sieht, ne? So. Also gelb habe ich nicht gesehen. Nicht? So als. Oh, ich habe was gefunden. Auf dem Berg hier. Auf dem Berg, wo ich bin. Muss mal gucken, ob ich hier landen kann. Das ist eine schnuckelige kleine Raubkatze. Echt? Ich
sehe nicht, wo ich bin. Ach, du backst ja schon wieder da runter, du blöder Vogel. Bleib doch mal da oben stehen, Mensch. Warum backst du denn da immer runter? Du musst eine gerade Fläche haben. Sobald du den Vogel auf einer schrägen gelandet hast, fängt er an rumzuzicken. Jetzt scheint er zu stehen. Gut, dann muss ich mal sehen, ob ich hier wieder raufkomme. Ich komme hier nicht rauf, das ist das Problem. Doch, warte mal, ich komme doch hier rauf. Natürlich komme ich hier rauf, ich komme hier immer rauf. Warte, warte, warte. Ja, ich habe nicht rumholt. Oh, was ist denn das? Never, Notiz Nummer 2 habe ich gefunden. Und zwar ist das bei... Oben rechts bei 50... 80 ist so ein Berg. Da ist das. Ich komme da nicht rein. Hier ist noch ein Tech-Quassel. Echt? Ach nö, ich ja. Also das, dann packen wir uns ja alles zu da. Nee, das wird mir zu viel. Ich glaube auch, dass das ein bisschen viel ist. Schick in blau. Oh, schön. Aber deiner war blau-rot, ne? Blau-rot. Mit nee, rot. Schwarz-rot. Ach, schwarz-rot mit... Aber die Flügelspitzen waren, glaube ich, rot, ne? Ja, ja. Flügelspitzen und Kopf haben. Okay, warte mal, du kannst gelevelt werden. Was brauchen wir denn? Du brauchst auch mehr Nahkampfschaden, glaube ich. Nee, Ausdauer war das, Ausdauer. Ja. Ich jetzt Ausdauer gemacht. Ja, war ich. 2,5. Warum bist du denn so angeschlagen? Du hast doch gar nicht fabriziert. Oh. Hast du seine Lebenspunkte gelevelt? Ach nee, alles gut. Der hat 8400 Leben Gesundheit jetzt. Da kommt noch dann als nächstes ein bisschen drauf. Ich muss aber erst die Ausdauer machen. Hui, der ist auch schön. Ein schwarzer Argentavis mit grauen Flügeln. Der sieht auch hübsch aus. Jetzt verfolgt er mich nur dummerweise. Hör auf mich zu verfolgen, sonst kriegst du Kampfschaden, du Abstürzender, du. Ja. Du dich machen soll, jetzt bist du tot. Hast du doch voll. Okay, was ist hier oben los? Ja. Ah, da ist eine Insel. So, jetzt müsste ich diesen Platz finden. Ich glaube, das war geradeaus. Da wollen wir hin. Fortsetzen. Genau. Kleine. Nein. Weiter. Ja, richtig. Okay. Komm, abwärts. Ich glaube, wir sind gleich da. Da scheint das zu sein. Entdeckernotiz gefunden. Ach so, das war Nerva, ne? Hm. Ach so, jetzt warte ich wieder, was ich wollte. Ja, und das, unser Manni, der war da hinten wahrscheinlich. Auf der Insel. Ja, ich bin praktisch die ganze Küste einmal rund geflogen. Rundum, ne? Jetzt fehlt mir nur noch einmal die Mitte. Die muss ich noch machen. Weiß gar nicht. Hier muss ich das, glaube ich, auch noch mal machen. Nee, eigentlich bin ich ziemlich gut rum. Hier muss irgendwo ein See sein. Das hat er schon. Nee, das ist der nicht. Der liegt zu sehr im Wald. Das ist der nicht. Hier muss ein anderer sein.
Stück hochgehen, dann können wir es besser sehen. Ah, da, das ist es. So, jetzt gucke ich mal. Ob wir hier Glück haben. Jawohl, da laufen Biber. Sind zwar nur zwei oder drei Stück. Die Bauten sind wichtig. Ja, ja. Ich muss mal gerade gucken, wo die ihren Bau haben. Schönes Fleckchen. Was wird denn da gerade wieder geknuspert? Ach Mann. Ah, da ist auch einer von diesen Vögeln. Und eine Entdeckernotiz ist hier. Jo, ein Häuschen. Okay. Da ist der Biber, aber wo hat er seinen Bau? Ah, da hinten. Biber tot gemacht. Komm her, du Vogel. Vogel, mitnehmen. Nimm mich mit, du Vogel. So, da ist es allerdings nur ein Bau, weil hier gibt es nämlich nur zwei Biber. Ich glaube maximal drei oder so. Wo ist denn der andere Biber? Der hat ja wohl nicht der Raptor gefressen da hinten. Na warte, dich mache ich alle, mit dem Biber zu klauen. Du kriegst jetzt auf die Mütze, aber so richtig du. Das ist mein Biber. Kuckuck, hier bin ich. Oh, komm nur. So, oh, jetzt kann der Biber dich fressen. Ui, ui, ui. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Pfeil, kann ich dir anvertrauen, dass du hier mal stehen bleibst? Hä? Also, warte mal, ich muss mal gucken, wie das Verhalten war. Jetzt, ne? Jetzt hier bleiben. Folgen aktivieren ist nicht aktiviert. Bleib mal hier stehen. Will man da um den Teich herumhuppeln. Der ist nämlich auch nicht so tief. Nee, nee, ich will nicht den haben. Was ist denn los? Ah, das ist er, den ich meine. Wie heißt der? Wie heißt du? Bleib doch mal stehen. Mich anzugreifen, was fällt dir ein? Noch einer. Wie viel habe ich denn jetzt erwischt? Sag mal. Hesperornis heißen die. Diese kleinen Vögel. So, jetzt war, bin ich mir nicht sicher, ob ich mit der Axt oder mit dem Beil. Kommt drauf an, was du haben willst. Organisches Polymer möchte ich. Der hat nämlich organisches Polymer. Genau das war das, was die haben. Jetzt habe ich nur Leder gekriegt. Also man muss das Beil nehmen. Sonst kriegt man das Polymer nicht. Wo sind denn die anderen? Oh, ist das ein Biberbau? Nö, das ist nur eine Pflanze. Sind die anderen beiden? Das ist eigentlich nur ein kleiner See und das Gras wächst in der Luft. Hier ist auch sonst nichts. Aber schnuckeliges Ländchen. So, willst du gefressen werden? Nee, ich finde die nicht wieder. Gut, vielleicht hätte ich die auch nicht richtig getroffen. Aber eigentlich schon. Sie haben jedenfalls die Flügel von sich gestreckt. Da
hinten läuft das schon wieder irgendwas und macht Stress. Ja, da ist er da. Da ist er. Hopp, habt ihr gesehen? Ich war das nicht. Geh weg, du Fisch. Hab ich ihn? Kann ich nicht sehen. Glaube ja. Nee, da ist er. Organisches Polymer. 18 Stück. Von einem Vogel. Also hier kommen wir ganz gut, glaube ich. Und das ist immer sehr weit weg. Ja, hier fehlen die toten Fische, ne? Sonst hatten wir immer auch den toten Fischen. Ja. Jede Menge Polymer geholt, aber die gibt es hier anscheinend nicht. Nee, es sei denn, sie sind mitten auf dem Meer. Guck da irgendwie tot raus oder so. Aber das, wie auf Valguero, da lagen die ja am Strand. Und das haben wir hier tatsächlich. Ich habe hier noch keine Toten am Strand. So, packe ich die mal wieder weg und komm, wir fliegen weiter. Schauen nochmal, was da hinten ist. Ob wir hier noch irgendeinen Biberbau finden, glaube ich nicht. Hier ist nämlich den einzigen nicht zerstört. Habe ich zerstört. So, hier will ich jetzt mal kurz gucken, ob ich da alles habe. Hey, bleib hier stehen, du Dösbade. Ah, hier ist die Kiste. Aufzeichnung, Rockwell, Aufzeichnung Nummer 5. Okay, ja, die gucken wir uns später mal an, alle. Das ist ein Diebesvogel. Die klauen manchmal, glaube ich. Nee, das lohnt nicht. Wo bist du? Jetzt habe ich ihn. Die Morphodon heißt er. Warte mal, was ist das denn hier? Oh, da geht es in den finsteren Wald. Das scheint so richtig ein Durchgang zu sein. Wo geht der denn hin? In welche Richtung? Norden. Für dich wahrscheinlich immer in die falsche. Ja, die ist mir zu duster da. Wo hast du dich denn hin versteckt hier, du Vogel, du? Du kannst doch da gar nicht starten. Komm da weg, ey. Mann, du machst aber auch Sachen. Oh, da ist wieder ein Biber. Tot machen? Die hatten die auch irgendwie als selber. Nein. Die hatten nichts und dann können sie ruhig leben bleiben. Okay. Das Problem, die greifen dich ja an, sobald du denen ihre Bauten platt machst. Also ist es im Grunde genommen egal. Der scheint schon nachgespawnt zu sein. Entschuldigung. Der ist offenbar schon nachgespawnt. Aber das ist ein schönes Fleckchen hier im Norden. Hier könnte man eine kleine Basis machen. So, oh, bitte fahr zum Absteigen, Leute. Oh, oh. Durch den dunklen Wald. Komm, wir wollen das Tageslicht, das ist mir zu duster. Wir stoßen jetzt hier nicht irgendwo gegen. Nee, das scheint zu klappen, gut. Ah ja, da drüben ist eine Insel, da gehe ich noch mal schauen. Eine Insel mit zwei Bergen, schalala. Könnte hinkommen, ja. Ist die nordöstlichste Insel, die es gibt.
Ich glaube, da war was mal vorhin auch. Oh, da ist ein Bigadulon. So, schauen wir mal, was hier so los ist. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Arentavis. Oh oh, Sabertooth. Da vorne rechts. Da hinten ist großes Gekabbel. Oh, hier gibt es aber Chitin, Leute. Boah, das war ein toller Dings, der da aus dem Wasser kam. Hier laufen Skorpione rum. Hey, war wohl nichts, wa? Wir steigen einfach hoch. Komm her, du. Oh, der hat doch gar keine Chance, der 16er. Der Skorpion war ein 8er. Wir greifen alles an auf dieser Insel, was gibt. Kriegen wir nämlich richtig viel Leder. Komm her, du. Jo, gar keine Chance. Hey. Komm her, du, hallo. Wir machen dich hallo. Ja, ihr seht, ja gut, das war jetzt mal ein 44er, der war schon ein bisschen länger hier, wie es aussieht. Oh Mensch. Halt, nicht abstürzen. Komm her, bleib hier, ich brauch dich doch. Oh, jetzt haben wir ihn die Fische. Na gut. Oh, ein Ei. Jetzt kriegst du aber Ärger, du. Hast dich mit dem Falscher gelegt. Hehe, beide weggefressen. Die fressen sich gegenseitig. Diese kleinen Raptoren. Ah, was haben wir denn hier noch Schönes? Also Steine gibt es hier zu Aumas. Hallo, du da. Oh, da ist eine Ruine. Mach hier nicht den Macker. Du bist platt. Moment, ich komme wieder. Sturzflug. Das hat dich von den Beinen gerissen, was? Oh, was ist denn hier los, Robert? Erst Ausschau halten. Die fressen sich alle gegenseitig, seht ihr das? Gefressen oder gefressen werden? Nee, fressen oder gefressen werden, ne? So. Und mein Agathorbis frisst alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Jawoll. Ja, kannst du mal mit Päuschen machen. Oh, da kommt was Leckeres. Ah! Irgendwas stimmt nicht. Ich sehe den Vogel nicht. So, nein, wir gehen hoch. Jetzt nicht über dem Wasser. Über dem Wasser wird nicht gekämpft. Ihr Schlawiner. Kommt. Der Skorpion, den müssen wir noch haben. Unbedingt. Oh, ich bin zu tief. Moment. Kleine Ausruhen. So. Die backen tatsächlich, wenn die Fläche nicht richtig ist. Das ist immer, wenn die Fläche nicht richtig ist. Warte mal, ich muss erst den Großen wegmachen.
Ja. Ich glaube, das war ein Sabertooth. Du hast doch ein Skorpion. Lecker. Schüttin. So, mal gucken. Hey, das ist mein Happen, du Blödbacke. Ja, jetzt bist. Oh, ich glaube, jetzt ist er verletzt. Jetzt muss ich doch erstmal Pause machen. Ja, die Ausdauer ist etwas in. Geht's wieder? Komm, wieder weiterfliegen. So, hier kann man gerne mal versuchen. Ja, da steht er. Da hoch. Hops. So, hier ist nichts weiter. Eine kleine Insel von den beiden. So, jetzt müsste ich ja eigentlich hier landen können, ne? Und suchen wir nicht, ob da eine Kiste ist, oder? Ah, eine Kiste ist da. So. Jo. Kannst du stehen? Nee, da backst du wie Sau. Nee. Muss aus dem Wasser raus. Das kannst du offenbar auch nicht. Das hab ich ja eben noch gesehen. War doch eben eine da. Ah, Aufzeichnung Nummer 4, Rockwell. Sehr schön. Und wieder eine. Hops. Was ist los? Oh, scheint eine Höhle zu sein. Ja. Warst du drin in der Höhle? Nein. Okay. Kann mein Vogel hier leider nicht abstellen, ohne dass er gefährdet ist. Weil hier sind schon wieder neue gespawnt irgendwo. Da war doch eben gerade. Ja, Skorpion. Ja, wurde er sich ja ganz gut verteidigt. Ah, verflucht, die haben mir mein Viech halt weggefressen. Na komm. Komm her. Du bist dran jetzt. Friss mir nicht meine Chitin-Sachen weg. Geht nicht. Ach, der kommt erst runter. Gut. Guck. Oh. Ja, wo ist er? Ist er schon wieder weggefressen? Au! So. Wo ist der denn jetzt hin? Moment. Ich glaube da nicht. Ja, der sieht. Oh, das ist ja ein Kampfadler, Leute. Was ist da? Was machst du? Warum landest du? Ich habe nicht gesagt, dass du landen sollst. Hoch mit dir, faule Socke. So, der Strahl ist unten. Wir gehen da nochmal hin. Gucken, was wir Schönes kriegen. Ah, das ist sogar eine glatte Fläche. Jo, mal schauen, ob ich da so reinkomme. Ich da reinbangen. Du bist eine Marke, echt, du. Schon wieder die Figuren.
Hier ist ein schöner Platz zum Landen. So, schauen wir doch mal. Kann jeder Tribute hier läuft. Du wagst es, mein Vogel einzugreifen? So, das war dein Todesurteil. So, komm, lande noch mal. Ich wollte eigentlich skillen. Selbst auf gerader Fläche backt das Viechal rum. Also das scheint nicht nur auf ungeraden Flächen zu sein. Mit dem Baggen Spock. Ja, aber hauptsächlich. Es kann doch auch sein, dass, weil ich auf der Insel hier vielleicht doch einiges los ist, dass das damit zusammenhängt vielleicht. So, jetzt mein Dings, der kann das nicht leiden, du, der Vogel. Das kannst du aber was sagen, du. Angreifen hier was. Ups. Muss unbedingt diese First-Person-Ansicht rausnehmen beim Fliegen. Upsel. Kommt weiter. Was willst du denn, hä? Warte, ich komme runter. Guck mal hier. Warte, das sah aus wie ein Löwe fast. Stimmt nur ein Sabertooth. Was haben wir hier? Können wir hier drauf? Oh, da ist ein Skorpi. Komm her, du Skorpi. Jo, den haben wir gleich weggefressen. Noch was? Ich hoffe, wir kommen jetzt hier ungeschoren rein. Der hoppelt mir schon wieder davon. Lauf doch nicht immer weg, du blöder Vogel. Mann, du kannst ein Hau von mir. Mann, du. Echt? Ist ja wohl nicht wahr. So, ich glaube, die Insel haben wir auch erledigt. Wir könnten ja noch mal zu dem Biber gucken. Ich glaube, das war da. Wir haben den Bau ja wieder aufgerichtet. So, ich denke mal, der liebe Wanderer, der kommt jetzt gleich offline nach Hause. Ja, bestimmt. Und wir dürfen uns jetzt leider wieder von euch verabschieden. Wir haben da eine lange Aufnahmesitzung hinter uns. Es hat alles gut geklappt. Ich bin sehr zufrieden. Ja. Keine technischen Probleme, alles glatt gelaufen. Nachher kontrollieren wir nochmal unsere Aufnahmen. Und dann sagen wir auf jeden Fall einmal tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allen Dingen, wenn ihr gut ist, gut. Gut wäre, Däumchen nach oben, Abo, Glück, liebe nette Kommentare, konstruktive Kritik. Und ich hoffe, ihr habt heute wieder ein bisschen was gelernt, ein bisschen was mitgekriegt, ein bisschen Spaß gehabt. Und wir sind dann einmal raus und sagen tschüss. Jo, tschüss. Und? Bye, bye. So ist richtig, so ist brav. Ja, ne? Ciao.